Hallo und grüß euch und willkommen zu Gesprächen aus dem Horst. Ich bin Alex. Ich bin der Klaus. Und heute knüpfen wir da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, beim Großthema, wie nennen wir es, EDC-Vorbereitung. EDC, Backout, Apokalypse genau. Back. Bei diesem winzig kleinen Themenkomplex. Und heute geht es um Fahrzeuge, beziehungsweise was wir jeweils in unseren Fahrzeugen dabei haben. Und da werden wir euch jeweils zeigen, was wir so im Kofferraum dabei haben. Und dem werden wir noch ganz kurz vorausschicken, wie unser Konzept dazu ausschaut. Und zwar, ich für meinen Teil denke mir, es gibt das, was ich sowieso im Auto haben muss, vom Gesetzgeber her. Das heißt, klassisches Verbandspäckchen, genau. Und Dinge, die jeder Warnweste, MPC-like. Genau, also das behandeln wir gar nicht, weil das sowieso drin sein sollte. Genauso wie so grundsätzliche Sachen wie im Winter Frostschutz, im Sommer Insektenentferner für Scheibenwaschmittel. Das sind Sachen, auf die sollten wir jetzt eigentlich nicht extra eingehen müssen, finde ich. Jeder ist für die Verkehrstauglichkeit seines Fahrzeugs verantwortlich und das sollte eine Grundvoraussetzung sein. Ja, ich denke, da weiß auch jeder, was damit gemeint ist. Was meiner Meinung nach dazugehört, je nachdem, wie alt das Auto ist oder in was für einem Zustand es ist, dass ich eben so grundlegende Sachen, Kabelbinder und Tape und Sachen dabei habe. Falls mal irgendwas sein sollte, für Sachen, die ich selber richten kann, dass ich einen Schlauch abbinden kann oder dass ich irgendwas zukleben kann, sowas kann nicht schaden. Man kann jetzt nicht von jedem erwarten, dass er Mechaniker ist mit Meisterausbildung und komplettes Werkzeugset dabei hat. Ist ja heute auch anders als früher. Ich kann mich erinnern, in meiner Jugend konnte man tatsächlich noch selber Zündkerzen wechseln und Dinge tun. Heute kannst du den Laptop anschließen. Genau. Und froh sein, wenn nichts sonst passiert. Also ja, angepasst ans Fahrzeug, immer Zeug dabei haben, das man benötigt. Und ja, abgesehen davon gehen wir nachher eben ein auf unsere Get-Home-Bags, auf unsere generelle Ausrüstung, die im Auto dabei ist, die uns das Leben einfacher macht und die als erweiterter Baustein von unseren EDC-Rucksäcken oder sonst irgendwas immer in unserer Nähe sind. Und ja, wie gesagt, schauen wir mal raus und schauen uns das an, was wir so dabei haben. Viel Spaß! So, los geht's mit meinem Auto. Wie wir vorher schon gesagt haben, ein paar von den Grundlagen treffen natürlich auf jedes Auto zu. Das heißt, sowas wie Erste-Hilfe-Set, Warnwesten, Feuerlöscher, werde ich jetzt nicht separat erwähnen, das ist da alles drin, sollte sowieso jedes Auto haben. Also hier geht es wirklich nur mal um die persönliche Ausrüstung. Das gesagt, in dem Fall ist es nicht mein persönliches Auto, sondern ein Firmenauto. Das heißt, der ist ein bisschen anders aufgebaut als mein Privatfahrzeug. Und ist aber trotzdem immer auf das hinausgerüstet, was ich gerade vorhabe, beziehungsweise was ich gerade mache. Und in dem Fall, wir kommen gerade von einem Offroad-Event, das heißt, da hinten drin liegen Sandbleche, Benzinkanister, das ist nicht immer drin. Ja. Aber in dem Fall kommen wir gerade direkt dorthin, darum nicht extra ausgeräumt und darum schaut es auch so aus, wie es ausschaut. Wir fangen an mit der persönlichen Ausrüstung. Wie wir vorher schon besprochen haben, Get-Home-Bag, das im Prinzip dafür ausgelegt ist, dass ich von jedwedem Szenario, das auf mich zukommen kann, in meinem Fahrzeug nach Hause finde. Ihr seht, mein Rucksack ist leer, hat den Grund, ich will nicht permanent einen komplett gepackten Rucksack mithaben, der eben alle möglichen Szenarien abdeckt, aber dann wahrscheinlich so groß ist, sondern ich habe den Rucksack leer und bediene mich aus dieser Kiste, die ich immer dabei habe, und befülle das je nach Bedarf. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo eine Panne habe und habe vielleicht 20 Minuten zum Nachhausegehen, brauche ich hier keinen Tarp einfüllen, brauche ich hier keinen Gaskocher einfüllen und brauche ich hier keine Nahrungsvorräte für 3 Tage einfüllen, sondern wirklich nur notwendiges Zeug. Das gesagt, kurz die paar Sachen auf die Seite. Was ich eigentlich immer dabei habe, weil ich ziemlich viel draußen unterwegs bin, ist meine Kochkiste. Da ist im Prinzip alles drin, von Gaskocher, ein Holzgrill, Trockenvorräte für 2 bis 3 Tage für 2 bis 3 Personen, Kaffee,
Gewürze, Essbesteck und so weiter. Also das brauchen wir nicht separat eingehen, aber ja, ist meistens dabei, ist meine kleine Outdoor-Küche. Was aber eher interessant ist, ist diese wunderschöne Kiste und da ist eben quasi mein kleiner Outdoor-Shop drin, aus dem ich diesen Rucksack befülle. Und ich zeige euch jetzt nicht alles, aber ein paar Sachen. Oben, alles abdeckend, liegt ein Biwak-Schlafsack. Das ist jetzt einer von der britischen Armee. Gore-Tex, wasserdicht. Ja, ist mein Shelter unter Anführungszeichen gemeinsam mit einem Tarp. Mit den beiden Sachen. Hier sind noch drin Paracord und so weiter. Das heißt, mit den beiden Sachen kann ich eigentlich schon, falls ich wirklich draußen übernachten müsste, ziemlich gutes Lager aufbauen. Dazu ergänzend noch einen Poncho, das ist zum Beispiel von Helicontex. Ergänzt sich wunderbar mit, und das habe ich eigentlich fast immer dabei, einer Unterlagsmatte und einem Schlafsack. Also die Sachen, wenn es wirklich kalt ist, kann ich den Schlafsack auch, so wie es jetzt im Winter war, aus den USA hört man das teilweise häufig oder aus Kanada, wo Leute 7-8 Stunden oder einen ganzen Tag irgendwo in eingeschneiten Autos verbringen auf Bergstraßen oder dort sogar auf Highways, die dann teilweise erfrieren, was nicht unbedingt notwendig ist. Das heißt, Schlafsack zum Warmhalten, der nimmt nicht viel Platz weg, ist immer dabei. Weiter geht's mit einem kleinen, ich nenne es mal Survival Kit, ist alles von Messer über Lampen, über Feuerstartmöglichkeiten, schön kompakt drin, kommt eigentlich fast immer mit, wenn ich draußen unterwegs bin. Dann haben wir noch ein bisschen spezialisiertere Sachen, was zum Holzverarbeiten, was haben wir dann noch, Sägen, muss jetzt nicht alles rausnehmen, Solarpanels, was schon dabei ist und was ich jedem empfehlen würde, das ist jetzt zum Beispiel von Adventure Menu, ohne Schleichwerbung machen zu wollen, fertig essen, das auch wirklich fertig ist, weil die Vorstellung, dass ich jetzt mit der Küche rausgehe und man dort ein gemütliches Lagerfeuer und sonst irgendwas mache, ist zwar romantisch, aber in einem Notfall eher unpraktikabel. Das heißt, im Idealfall habe ich dabei ein paar Riegel, die ich nicht kochen muss, oder in dem Fall Essen, das ich eigentlich direkt aus dem Sackerl essen kann, ohne es groß zubereiten zu müssen, weil ich eben eventuell direkt in meinem Fahrzeug die Nacht verbringen muss und dann ja, werde ich extra direkt im Fahrzeug mein Feuer anzünden. Der Rest, ja, Wasserfilter, wir haben hier drin Handschuhe, wir haben hier drin Insektenspray und so weiter. Das sind alles Sachen, die ja, ich je nach Jahreszeit anpasse und die jetzt eigentlich nicht großartige Erwähnung finden sollten. Was auf jeden Fall Erwähnung finden sollte, ist meiner Meinung nach generell Werkzeug, mit dem ich mein Auto reparieren kann. Kommt darauf an, was ich fahre. Wenn ich jetzt irgendein komplett neues Leasing-Auto habe, dann wird die Wahrscheinlichkeit eher nicht so groß sein, dass ich irgendeinen größeren Schaden habe, wenn ich mit einem 20 Jahre alten Auto durch die Gegend fahre und auch im Gelände unterwegs bin. Tape, Kabelbinder, die üblichen Sachen und das ist auch alles hier drin. Das heißt, diese ganzen Sachen decken alles ab, was ich als Laie reparieren kann an meinem Auto. Wenn irgendwo was runterhängt, dann ist das schnell repariert. Und sonst sind das so die Sachen, wie gesagt, abzüglich dem, was sowieso gesetzmäßig im Fahrzeug vorgeschrieben ist, Warnweste und so weiter. Schaut, dass immer eure Flüssigkeitsstände gecheckt sind, schaut, dass immer die Wartung einigermaßen passt. Und dann ist eigentlich ein Großteil von dem, was hier drin ist, redundant bzw. hoffentlich nicht notwendig. Ich hoffe, ich werde nie auf eine Überlebensration zurückgreifen müssen oder sonst irgendwas. Aber sie ist drin, sie nimmt nicht viel Platz weg. Gibt so ein bisschen Peace of Mind. Und hier drin haben wir noch, wie gesagt, Sandbleche und so weiter. Was ich auf jeden Fall noch ansprechen will, eine der letzten Sachen, bitte gebt euch gute Schuhe in euer Auto. Wurscht, was das jetzt für Marke oder Modell ist, aber wenn ich wirklich weiter gehen muss und habe nur Sportschuhe an, habe nur Flipflops an im Sommer oder sonst irgendwas, gute Schuhe, da drin sind noch Socken, sind meiner Meinung nach ein Muss in Kombination, wenn ich schon so einen Rucksack dabei habe und sage, ich will mich darauf vorbereiten, dass ich, weiß nicht, einen Tag unterwegs bin, bis ich wieder zu Hause bin, werde ich das nicht in Flipflops zurücklegen. Das heißt, gute Schuhe, wichtig. Und als letztes sollte eigentlich hier eine Selbstverständlichkeit sein, ich habe es jetzt nur in dieser Kiste drin, Wasser. Ich habe meistens so 4 bis 6 Liter, je nachdem wie es sich ausgeht, in kleinen Flaschen drin. Das kann man auch gut überall reinsortieren, in jede
in jede Eröffnung, die das Auto noch bietet. Und Wasser sollte eigentlich jederzeit dabei sein. Ansonsten, gut, das sind noch Hundesachen, weil nasse Hunde im Auto sind eher ungeschmackig. Ein Stausack für nasse Kleidung, das heißt, wenn ich irgendwo zum Beispiel mit den dreckigen Schuhen unterwegs bin oder sonst irgendwas, einfach ein Kompressionssack, der das alles sauber und dicht hält. Das war's mal im Groben aus meinem Auto und jetzt schauen wir weiter zum Klaus. So, jetzt sind wir also beim Klaus. Das ist der Horst. Wie ihr seht, ist da jetzt alles ein bisschen übertrieben. Das heißt, das, was der Alex hergezeigt hat, ist eigentlich schon genau das Thema. Das Ganze zu wiederholen, macht jetzt nicht viel Sinn. Das ist jetzt so die Zombie-Apokalypsen-Variante. Das heißt, von Muni bis Plattenträger, Schlafsack, Essen ohne Ende, geht da einiges rein. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, als Dinge einfach in den Kofferraum zu schmeißen. Gibt es natürlich coole Befestigungsgeschichten und die zeige ich euch jetzt. Jetzt zeige ich euch mal ein bisschen Methoden, wie man vielleicht doch noch irgendwie andere Dinge im Fahrzeug irgendwo anbringen kann. Das heißt, ihr könnt natürlich Sachen einfach hinten einlegen oder unten verstauen. Dann bieten sich noch Sachen an wie Befestigungen von Trend. Da werden wir im Sommer ein extra Video darüber machen. Das heißt, da lassen sich wunderbar diverse Pouches befestigen von Eifach-Sachen oder einfach nur sowas wie ein Dump-Pouch, wo man Dinge reintut, die man halt schnell raus haben will. Vorne haben wir jetzt mal so grob Dinge hingehängt wie ein Chest-Rig, wie nochmal das coole Eifach von Black Trident, Helm, Waffenbefestigung gibt es natürlich aller Art. Wenn ihr sowas führen dürft, dann ist das natürlich eine interessante Sache. Lassen sich aber tausend andere Dinge wie Äxte, Sägen, Bergungssachen auch daran befestigen. Ja? Also damit erweitert man einfach die Möglichkeit, in seinem Fahrzeug Dinge anzubringen um einiges. Zum Abschluss machen wir jetzt noch eine kleine Fragerunde, weil das letztes Mal auch schon ganz gut angekommen ist. Und gehen darauf ein, was ihr so wissen wollt. Ich hoffe, wir kennen das. Erste Frage. Hitzebeständigkeit im Auto, ein Thema. Ja, ich bin schon nicht hitzebeständig im Auto. Ja, das heißt das. Die Klimaanlage. großes Thema. Also grundsätzlich natürlich sollte ich, wenn ich in meinem Auto Sachen habe, die irgendwie auf Hitze stark reagieren, sollte natürlich entweder schauen, dass ich mein Fahrzeug unter irgendwelchen schattigen Plätzen parke oder dass das Zeug so verpackt ist, dass es nicht allzu sehr mit Hitze reagiert. Ich kann mich erinnern, so früher in Zeiten von CDs, wo die Hüllen schon komplett geschmolzen waren, ist jetzt nicht so toll, aber ich schätze, das zielt eher darauf ab, auf Lebensmittel und so weiter, nehme ich an. Ja, ich bin auch ein Fan und von kleinen Mini-Kühlschrank, 12 Volt beim Fahren, damit kann man Dinge einfach irgendwie auch runterkühlen. Das sowieso, also wenn ihr wirklich, darum haben wir vorher gesagt, essfertige Snacks und Lebensmittel dabei haben, würde jetzt halt nicht zwingend, also nicht irgendwelche Sachen, die eingekühlt gehören, reinhauen, sondern irgendwas Trockenes, was eben nicht auf Hitze reagiert. Und generell immer schauen, dass Zeug, das ich im Auto habe, so gut wie möglich vor Hitze geschützt ist, weil da drin kann 60, 70 Grad kriegen und das halt dann nicht so, genau, nicht ganz so optimal. Wo im Auto sollte man was platzieren? Ja, kommt drauf an, was. Also wenn wir uns da ein bisschen so im Hintergrund umschauen, das würde vielleicht nicht jetzt unbedingt so drapieren, wie es jetzt ist. Grundsätzlich, ich bin ein Freund davon, dass es alles so abgedeckt wie möglich ist, also Kofferraumabdeckung zu. Idealerweise getönte Fenster hinten, damit man nicht unbedingt reinsieht und einfach keine Angriffsfläche bieten, was Diebstahl angeht. Weil, ja. Ja, ich habe gar keine Scheiben, also ich habe einen Wagen, der hinten geschlossen ist, einen Kastenwagen, und insofern kann ich auch gut verstauen, ohne dass man einblickt. Ja. Bei meinem früheren Bus hatte ich das auch, so wie du sagst, mit abgedunkelten Scheiben, damit man halt nicht, genau, alles irgendwo hängen sieht. Also nicht zwingend alle super fancy Knickknacks irgendwo sichtbar hinhängen, auch wenn es cool ausschaut, aber ist in gewissen Gegenden nicht so optimal. Beim Rest liegt es auch ein bisschen daran, ich meine, Dinge wie Erste Hilfe, das ist klar, das muss immer da sein. Ja, klar, ja. Andere Dinge sind situationsabhängig, das heißt, je nachdem, wo fahre ich hin, was passiert da, kann ich mir die Dinge natürlich zurechtlegen. Das heißt, ich habe
nicht zwingend immer alles fix, sondern das ist immer ein bisschen variabel und hin und her schiebbar. Je nachdem bin ich allein unterwegs zu mehreren. Genau. Ich habe das gesehen bei den Fahrzeugpanelen von Trent zum Beispiel. Ich habe das auch in meinem Auto. Ich habe direkt auf der Kopfstütze vom TT diese iFAC Headrest Installation. Das heißt, ich habe dort zumindest gleich das erste Hilfeset dabei. Und man kann ja das dann modular umstellen, aber sehr heikle Gegenstände, eben wie wir jetzt da gesehen haben, würde ich nicht im Auto aufbewahren. Ich kann sie dort transportieren, wenn ich selber damit fahre, aber ich würde sie nicht dort aufbewahren. Ich schätze mal auf das Ziel am ersten ab. Und natürlich, so wie du gerade gesagt hast, zugriffsbereit. Das heißt, es bringt mir nichts, wenn ich das größte, beste iFAC der Welt dabei habe und das ist irgendwo in meinem Kofferraum vergraben unter Kisten. Ja. Genau. Das sollte klar sein. Was sollte man so in einem Auto EDC dabei haben und was nicht unbedingt, aber kann dabei sein? Ich glaube, das haben wir hinreichend demonstriert. Also Dinge, die wir vielleicht jetzt nicht gezeigt haben, aber die ich, oder die hattest du auf dem anderen Wagen oben, Axt, Säge, genau. Abschleppdinge kann man dann auch noch ein bisschen forcieren, indem man vielleicht noch eine Winde hat. Entweder hat man schon eine Winde im Auto oder man hat vielleicht eine mechanische Handwinde, damit man noch irgendwo, wenn man so einen Straßengraben zehren kann. Das sind schon so Dinge, die ich noch... Absolut. Und ich würde es halt immer an das anpassen, was mein Alltag oder mein Lebensstil fordert. Ja, wenn ich weiß, ich verbringe 90% der Zeit in der Stadt oder in irgendwelchen urbanen Gegenden, werde jetzt nicht so zwingend die Winde brauchen oder werde nicht so zwingend Sandbleche brauchen. Aber dafür andere Sachen. Wenn ich weiß, ich bin so wie wir viel draußen unterwegs, dann lohnt es sich natürlich, wenn ich einen Schlafsack dabei habe, wenn ich Übernachtungszeug dabei habe. Das macht halt alles dann wirklich Sinn, wenn ich es auch verwende. Nur so ins Auto stopfen würde man es nicht. Ich habe zum Beispiel jetzt auch seit neuestem ein 400 Watt Panel plus Powerbank, eine große drin. Weil ich halt auch noch aufs Land fahre, dort zum Haus, bringe Strom aufs Land, genau. Und habe im Zweifelsfall auch Strom, wenn wir irgendwo so zum Wochenende irgendwo sind, dann habe ich da auch Strom mit und kann das auch laden. Ja. Also sowas. Und eben immer auch ans Auto angepasst, weil wenn ich irgendwo eine kleine Quetschen habe, die werde ich jetzt nicht zwingend bis unter das Dach vollstopfen. Also das ist halt sehr, sehr individuell, aber ich hoffe, wir haben euch zumindest ein paar Blickwinkel geben können, was einigermaßen sinnvoll ist. Nächste Frage, wo verstaue ich am besten meine Waffen? Weil wir es da gerade gesehen haben, also in dem Fall geht es konkret wirklich ums Verstauen. Abgeschlossen irgendwo dort, wo noch niemand sieht, erstens. Und zweitens sowieso nur dann am Transport hin und weg von der Schießbahn oder was auch immer. Ja, so wie wir das ist wieder eine andere Geschichte. Genau, so wie wir das jetzt gemacht haben, kann man das natürlich nicht machen, das ist klar. Ja. Also nicht bei uns. In Österreich sowieso. Genau, also das ist für Behörden interessant oder... Montana, Texas, dann geht das auch. Ja. Aber das geht bei uns so natürlich nicht. Ja. Ist klar. Und wie gesagt, also Transport natürlich immer, wenn ich den europäischen Waffenpass habe und vor irgendwo auf ausländische bewerbe, dann muss es sowieso immer abgetrennt, abgesperrt sein und so weiter. Die Leute, die sich damit befassen, kennen sie aus. Also Waffen, so wie sie die, wie es wir vorher demonstriert haben, das ist nicht verstauen, das ist einfach wirklich nur zum Transport. Nächste Frage, die wir haben. Bug-Out-Bag, immer dabei. Das ist meine persönliche Meinung, Bug-Out-Bag ist das, was ich daheim stehen habe, neben der Tür. Im Auto habe ich ein Get-Home-Bag, ist im Wesentlichen Makulatur, aber Get-Home bedeutet für mich, ich bin irgendwo mit dem Auto gestrandet, komme aus irgendeinem Grund nicht weiter, schnapp mir Turnsackerl und ab nach Hause. Ist im Wesentlichen das Gleiche, nur in die andere Richtung. Also Bug-Out-Bag wäre für mich dann von zu Hause irgendwo raus. Auch mit dem Fahrzeug natürlich in erster Linie, aber ja. Optimales Packmaß. Was ist zu klein, was ist zu groß, von Bauchtasche bis TT MK2? Hoch individuell. Also was du tragen kannst, genau. Das lässt sich kaum beantworten, weil da hat jeder andere Bedürfnisse, jeder braucht andere Dinge, manche kommen mit weniger, manche mit weniger aus und das muss man sich einfach individuell zusammenstellen. Da braucht man eigene Erfahrungswerte dafür und probiert halt, wie wir letztes Mal schon angesprochen haben, ich tendiere eher zu weniger, aber man kann gar nicht zu viel haben, ja? Man muss es halt tragen können. Ne? Ja. Ja. So wie immer, auch wenn es das Auto führt, aber wenn ich dann zu Fuß unterwegs bin, muss ich doch herumgehen. Letzte Frage.
Warum ist der Sohn von Klaus so viel stärker als er? Das steht da. Ja, was soll ich sagen, aber ich glaube, das war mein Sohn. Und okay. Ja, er ist stärker. Super. Gene schön weiter für euch. Danke, Papa. Genau. Alles klar. Ja, dann sind wir mit den Fragen einmal durch. Falls es noch weitere Fragen und Anmerkungen gibt, wie üblich, bitte einfach unten in die Kommentare. Wir gehen gerne darauf ein und hoffen, es war informativ und machen beim nächsten Mal weiter mit einem ganz großen Thema, wirklich Bugout und wie und wo kann ich mir am besten zu Hause versorgen. Aber das ist dann ein sehr großes eigenes Thema. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und bis bald. Bis dahin.